Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir stehen jetzt hier in dem Raum, der die Küche werden soll. Und ja, was macht man denn in der Küche erstmal? Wir gucken erstmal, was wir an die Wand machen. Achso, wir sind noch hier drin. Wir brauchen was für die Wand. Für die Wand, dann nehmen wir hier in der Küche, könnte man eigentlich Laminat, Parkettlaminat hell. Könnte man eigentlich nehmen, oder? Für die Küche? Was meint ihr? Sieht überall denn gleich aus? Überall habe ich diese Holzbretter an der Wand. Was ist denn das? Oder malern wir hier nur? Aber ich finde die Farben so hässlich. Und die Fliesen sind noch hässlich. Ach, komm, wir nehmen es einfach. Wir machen es einfach hier auch. Wir machen im Wohnzimmer vielleicht was anderes oder sowas. Keine Ahnung. Kann ich gleich noch ein drittes Paket daneben legen. Ich denke mal, werde ich brauchen. So. Wir gucken mal. Ich denke mal, das sollte hier sich für die Küche doch ganz gut machen. Na ja, das ist unklar. Na gut. Als der Nachbarraum, also es setzt sich ab. Quasi so das Bindeglied zwischen den beiden Räumen. Wenn man bedenkt, wie dunkel der Flur ist, dann kommst du in eine etwas weniger dunkle Küche. Und danach kommst du in einen richtig schönen hellen Arbeitsraum. Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, wie. Das, ich glaube, das gefällt hier nicht jedem, was ich hier an die Wand bringe, aber kann ich fast nachvollziehen. Also in jedem Raum Paneele, das ist grenzwert. Vielleicht nochmal über meine Präferenzen nachdenken. Aber. Mir fällt aber auch nichts Besseres ein hier, ne? Das ist das Nächste. Bei der Küche müssen wir dann mal darauf achten, dass wir eventuell Küchenmöbel haben, die auch so groß sind wie die Elektrogeräte. Das könnte sich durchaus als sehr nützlich erweisen. Und sehr schön. So. Na komm. Dann nochmal von hier. Ecke da, so. Schön gemauerte Wand. Hier mit einfließen lassen. Wahrscheinlich haben wir die Tür genau eine Position zu weit links oder zu weit rechts, wenn wir da jetzt so irgendwas ranstellen wollen. Könnte ich mir richtig vorstellen, dass es genau sowas hier passiert, aber naja. So, wenn wir die Küche dann fertig haben, ach naja, da machen wir das Wohnzimmer noch. Das wird so, in der Küche könnte man natürlich Bodenfliesen reinschmeißen. Wie wär's denn mit diesem komischen Kanarienvogel gelben Fliesen? Ja. Schön das Mauerwerk verstecken. Muss ja keiner sehen. Guck gleich mal, wenn ich aus dem anderen Raum rauskomme, wie das wirkt, wenn ich hier reingehe, aber ich denke mal, lassen wir jetzt auch erstmal so. Ach, komm. Ja. Ich glaube, ich kriege den Kühlschrank hier nicht rein. Das ist bloß 3 breit, ne? Ich glaube, 3 breit oder brauche ich 4 dafür? Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Echt nicht sicher, habe ich da. Fenster habe ich auch noch nicht, okay. Gut, also da brauche ich ja mindestens noch ein Paket hier, wenn ich da übers Fenster will. So, und dann. Und wollen wir hier diese komische Neonröhre einbauen? Dieses Richtdingsbums da? Könnte man nicht in der Küche mal testen, wie das ist, ne? Nachdem wir im Flur schon eine Lampe angebracht haben, die wirklich, sagen wir mal, grenzwertig ist. Das ist noch höflich ausgedrückt. So. Dahin. Die Tür müssen wir auch noch einbauen hier. So, dann brauchen wir noch ein Paketchen. Brauchen wir noch eins. Na. So, 8. Oh. Da dran, da oben noch schnell über dem Fenster die Verkleidung hingebaut, wie das schick aussieht hier. Fenster lassen wir innen erstmal weiß. Ich denke mal im Schlafzimmer, das werden wir malern, da werden wir dann vielleicht zum helles Blau. Ich würde hier ganz gerne eigene Farben anmischen können, aber naja gut. So, gucken wir mal. Boss, ne? Du kommst aus dem Hirschwald, gehst in den Apfelwald und hier bist du im Birkenwald. Ah.
Ja, wir haben ja eine Yachthütte dazu gesagt, ne? Also wenn du da reinkommst, dann müssen wir überall Geweihe hier eigentlich an die Wand hängen für die Yachthütte. Gut, dann suchen wir uns jetzt erstmal eine Küche aus, die wir hier reinstellen. Bei den Küchen. Die haben wir in der anderen Wohnung gehabt. Hier, die hat natürlich schon diese helle Kirsche, diese Applikation. Helles Grau. Schwarz, guck mal, das machen wir. Das probieren wir mal aus. Das gucken wir uns mal an. Wie sieht das denn aus, wenn das da drin ist? Stell das doch mal da rein. Hallo? Hallo? Okay. Dein Problem. Dein liegt da unten. Na, okay. Ich erkenne das Problem. Muss hier mal. So. Raus hier. So. Dann geht's nochmal mit der Küche los hier. Ich finde die sieht gar nicht mal so schlecht. Komm. Raus. Kein Problem. Oh. Ach, du ahnst es nicht. Wie groß ist das Ding denn? Ach du. Ach du. Nur das geht nicht. Ah, da ist die gar nicht mal so hässlich und dann ist die aber scheiße. Passt hier nicht rein. Okay, gut, dann nicht. Dann gucken wir uns doch mal lieber nach einer anderen um. Die wir hier vielleicht auch reinbekommen. Gucken wir doch mal. Wie sieht denn das mit dir aus? Vorderseite Kirschholz. Dann wieder so ein schönes dunkles. Griffe machen wir Kupfer. Und Arbeitsplatte machen wir. So. Gucken wir doch mal. Guck mal, die würde so hier schon mal reinpassen. Also vor die Tür gestellt. Geht das schon mal? Dann wollen wir die mal drehen. So passt sie natürlich. Steht dann aber da vor der Tür. Hab's doch geahnt. Tür da irgendwie. Brrr, krummel, krummel, krummel. Ah, ich krieg. Dann passen wir. Bauen wir die Wand einfach da. Und die Tür einfach danach. So, da haben wir noch keine Spüle hier drin. Und wo soll ich kochen? Ja, das kommt doch alles noch. Ganz ruhig geblieben. Wir machen jetzt hier. Warte mal. Kücheninsel mit Spülbecken? Nee. Wir machen hier. Was ist das hier? Kücheninsel mit Herdplatte. Nee, das ist zu groß. Wo haben wir denn hier unseren. Wo ist denn der Herd? Wo könnte der Haushaltswaren? Da könnte ein Herd dabei sein. Hier, elektrischer Herd. Jetzt kaufen. So, der kommt nämlich hier vorne hin. Na ja, gut, wir stehen mal richtig rum hin, ne? Dass man auch ankommt an die Klappe. Hallo? Hin? Hä? Na gut. Stellen wir den erstmal hier vorne hin. So. Und mein Herd hier. Ich sehe schon, den Kühlschrank, den kriegen wir nämlich nicht dahin in die Ecke. So, dann haben wir hier den Kühlschrank, den hier, und den wollte ich ja nicht da in die Ecke reinkriegen. Oh, doch, das wäre, das könnte. Doch, der passt. So, dann haben wir hier einen Kühlschrank. So, schön in der Ecke. Da haben wir das, und dann machen wir daneben noch ein Spülbecken hin. Oder eine Spülmaschine. Haben wir eine Spülmaschine? Eine Spülmaschine haben wir keine, ne? Kühlschrank Japan, Kochfeld mit zwei Platten. Ne, Spülmaschine gibt's nicht. Dann gucken wir hier nochmal nach einem Spülschrank. Einem ganz einfachen. Kühlschrank mit Spülbecken. Eckschrank mit Spülbecken. Ging aber nie in dieser Farbe hin, ne? Ach komm, Spülbecken braucht keine Sau. So, da hat man im Bad. So, dann nehmen wir den Ofen hier. Stellen ihn noch ein bisschen näher ran hier. So. Da ist Platz für den Mülleimer.
So, jetzt müssen wir natürlich noch die Wand versetzen hier. Wir brauchen den großen Hammer, brauchen wir. Wir brauchen mal die 7. Muss ja mal ein Loch in die Wand machen. Bam. Bam. Hier muss ein Loch in die Wand. Bam. Komm, fall um. So. Was ist denn hier? Mal gegen hauen. Mach weg den Mist. Braucht er nicht mehr. Na gut. Dann brauchen wir jetzt die 6. Und zwar genau da oben. Jetzt nicht raus. Der jetzt an diesem. Komm, mal raus da. Ah, das. Das ist die Zahnlücke. So, 7. Ne, 7 haben wir ja. 6. Wir brauchen denn hier oben. Ein Mäuerchen. Ein zweites. Und dann brauchen wir hier. Momentchen. Mäuerchen. Eins. Zwei. Und schon passt das dann dran vorbei. Gucke an. Dann brauchen wir jetzt. Hier. Können wir noch schnell was Laminat aufheben. Oh. Guck mal, so flexibel sind wir. Wir bauen die Mauer nach unserer Küche. Oh. So, das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Spülbecken. Und ansonsten sieht es auch ziemlich kahl aus. Also wir würden hier noch irgendwo einen Hängeschrank hinbauen, ein paar Fenster oder sowas. Wir noch dran machen. Jetzt wollen wir erstmal, gucken wir uns erstmal bei den Türen die Schiebetür aus. Welche Schiebetür ich da einbaue. Nehmen wir die helle ruhig, ne? Holz, grau, weiß, okay. Ach, guck mal hier, rechte Tür, Glas, weiße Plastik. Nee, das sieht. Kann man nur so kaufen. Ah, das war schon ganz gut, was du da am ersten vorhattest. Ah, sieht gut aus. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. So, dann brauchen wir hier für die Küche, Momentchen mal, Küche, Rauchfang, jetzt kaufen. Den werden wir mal hier über den Herd befestigen. Darf ich nochmal ganz kurz. So. Über dem Herd ist, ja, ist der Rauchfang, stößt man sich auch den Kopf nicht dran, sehr gut. Dann brauchen wir, machen mal noch hier so einen modernen Hängeschrank in. So. Guck mal, ob der da. Da passt da nicht hin. Ah, die. Ja, da hätte er jetzt hingepasst. Das ist ja jetzt sehr schade. So, gut. Dann gucken wir mal, haben wir noch einen anderen Hängeschrank, den wir da vielleicht versuchen könnten? Moderne Küche Oslo. Olo, nicht Oslo. Nee, haben wir nicht. Alles klar. Schrank mit hängenden Regalen. Hä? Wir kennen die Bretter nicht mehr. Grau. Gucken wir mal, wie sieht das aus, wenn wir den da. Ah. Machen wir da mal einen hin. Da kann sich ja was drin rumorientieren. Da können wir Gewürze abstellen. Ach, oder mal, man kriegt seine Dokumente dort unter. Kann man natürlich auch in der Küche lagern. Das stimmt schon. So, dann brauchen wir noch ein paar sonstige Sachen hier. Für die Küche sonstig. Ich hätte gesagt, wir machen mal hier. Guck mal, hier machen wir mal so eine kleine Schachtel hin. Stellen wir einfach mal so hin hier. So, warte. Roll. So. Steht hier einfach was rum. Dann, nee, so ein Hasen, das mögen sie nicht. Eine Uhr ist für eine Küche auch immer sehr von Vorteil. Wenn man hier eine Uhr hat. Die sollte eigentlich weiß sein, aber naja, gut, so weiß ist sie nicht. So, ne? Dann brauchen wir mindestens noch einen Messerblock. Eine Gabel erstmal nicht, ein Spiegel auch nicht. Kleine Box mit Deckel, nö. Hier, ein Messerständer. Jo.
dreh dich mal so ein bisschen, dass du da hinten in dieser Ecke stehst. Jetzt fast gar nicht auf, ne? Vor der Wand. So, dann können wir hier nochmal ein Hängeregal, was so aussieht. Kann man natürlich auch so anbringen, ja. Aber ich hätte es gerne in einer anderen Farbe. Und zwar hätte ich es gerne in Kirschholz. So. Das können wir nämlich dann nochmal hier anbauen, ein Regal. So, dann ist ja hier noch ein bisschen mehr Zeugs. Und dann holen wir uns noch ein Blümchen. Und zwar stellen wir uns hier noch rein. Guck mal, wie wäre es denn mit so einer großen Pflanze hier? Kommt ihr neben den Herd? Da ist sie bestimmt sehr gut aufgebracht. Kann man gleich Blätter abzupfen mit rein in die Suppe. Und dann hat man was Leckeres zu essen. Vegan. Kann man gleich kochen. Die Pflanze schreit ja nicht. Gut. Blumen sind sehr gut, sagt sie. So, momentan haben wir also auch die Küche fertig. Sie ist, naja, sagen wir mal, sie ist sehr kahl und sehr holzig. Und eigentlich irgendwie auch ein bisschen dunkel. Moment, wir machen hier nochmal eine Lampe, müssen wir nochmal reinbauen hier. Wo haben wir hier Deckenlampen? Probier die einfach mal aus hier. In schwarz, die stecke ich jetzt hier einfach nochmal mittig rein. Und das ist der Rauchmelder, den brauchen wir natürlich in der Küche. Machen wir das Licht mal an. Ja, kann man. Dann müsste noch ein bisschen verfeinern, glaube ich, die ganze Sache. Also das Küchenmöbel ist relativ dunkel geworden. Ich glaube, das hätte man heller haben können. Die Arbeitsplatte ein bisschen heller und... Ja. Generell, es steht noch ein bisschen wenig rum. Aber lass mich 2 Tage lang in deiner Küche und mich eventuell was kochen und dann ist alles voll. Kriege ich hin. Kein Problem. Gut. Hätten wir das auch. So, wir machen jetzt hier wieder ein kleines Foto. Eine Fotosession, Fotokamera. Und dann drücken wir hier einmal ab und sagen, so sieht unsere Küche aus. Und das war eine weitere Folge Hausflipper hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich freue mich drauf, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Bis denn. Tschüss.